So, ihr Lieben, das hier ist ein wunderschöner alter Baum, hat nur wenig Totholz, liegt daran, dass wir den schon mal eingekürzt haben. Ich habe gerade mit der Kunde nochmal gesprochen, das war vor 5 Jahren. Und ihr seht, der hat innen schön neue Reiterrate gebildet. Und jetzt wäre eben das Ziel, dass wir außen nochmal ein gutes Stück zurücknehmen, nochmal ein bisschen Licht reinschneiden, damit der eben nochmal innen besser treibt. Wir haben damals, wie ihr seht, auch ein bisschen stärker eingekürzt. Und haben aber entsprechende Zugäste gelassen. Also Zugastregel wisst ihr ja, ungefähr ein Drittel des Astes, den ihr entfernt, muss der Zugast an Durchmesser haben. Ne? Und das hat hier eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt wirklich viele schöne neue Triebe, schöne lange Triebe, sattes Grün, satt und gesund. Andere Seite werden wir jetzt auch dann ein bisschen mehr einkürzen, so wie der hier. Der hat einen unheimlich langen Hebel, hat innen aber schön was Neues gekriegt. Ist nur minimal Totholz drin, also ein dickerer Ast, der ist ungefähr so. Und der Rest ist echt nur ganz, ganz wenig Kleinkram. Das ist sehr gut, das zeigt, dass der Baum das A gut verkraftet hat und B eben genug Licht bekommen hat, dass sich innen kein Totholz bilden kann. Ne? Also sehr, sehr schön. Sehr schön. Das wird Marcel jetzt machen. Ich werde einmal das Auto von gestern leer bringen. Ne? Und das ist eben der Vorteil, dass wir uns jetzt splitten können, dadurch, dass wir ein bisschen Hilfe haben. Ja, und damit geht das jetzt los. Was ich gerade so gut finde, wir haben gerade den Schnitt und was wir machen mit der Kundin durchgesprochen. Und da hat sie gesagt, ja, ich hatte ja vor euch jemand anders, der hat den Baum total verschnitten, das sah scheiße aus. Und da habt ihr euch dann beim letzten Mal vor 5 Jahren ja richtig Mühe gegeben, da wieder einen Baum draus zu machen. Und das sah auch richtig gut aus und das Ergebnis jetzt ist auch richtig gut und der Baum hat sich gut erholt. Und man sieht auch das, was der vorher gemacht hat, kaum noch. Was der also, ich sage mal so schön, ja verbumst hat. Und da sagte die Kundin, und deswegen habe ich euch auch wieder genommen, ne? Weil ihr mich einfach überzeugt habt. Mit eurer Arbeit und mit eurem Fachwissen. Und das geht jetzt gerade wieder runter wie Öl, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das zeigt wieder, ja, es macht schon Sinn, Qualität abzuliefern und nicht einfach nur Geld zu verdienen. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wir müssen alle leben, das ist ganz klar, aber trotzdem muss man gucken, dass man auch hinter seiner Arbeit stehen kann. Und das sehen andere und das wird bemerkt. Ich habe hier jetzt schon geschnitten. Da ist leider noch so eine Ausbildung im Baum, aber wenn ich die rausschneiden würde, dann hätte ich einen Riesenschnitt, das wäre doof. Da ist der Baum schon deutlich kleiner geworden, finde ich. Ich glaube, das sieht man auf Kamera nicht so, aber er ist hier deutlich kleiner geworden. Ich habe da die Spitzen schon raus, verdammt viel kleines Totholz da innen drin raus. Da hängt noch ein Toter, aber den hole ich gleich raus, wir stellen die Bühne hier gleich nochmal hin. Ja, und jetzt muss ich da weitermachen. Man sieht da ja schon, da fehlt deutlich was. Da ist ja noch deutlich buschiger und größer. Ja. Ich hatte ja heute Haufen Fahrerei, habe Holz zu Olaf gebracht und habe also das Holz von gestern. Wir mussten den Wärmer ja stehen lassen auf der Baustelle von gestern. Ich habe also das Holz, übrigens hier wieder, ne? RZ GmbH, ne? Da, ne? Ohne nicht möglich. Also ich habe das Holz heute Morgen zu Olaf gebracht und habe dann den Wärmer von der Baustelle geholt, sodass ich bis jetzt gerade unterwegs war und da das passte mit Mittagszeit, habe ich den Jungs mal eben schnell Schinken, Gräse, Croissants geholt. Ich esse die nicht, da ist Sauce Hollandaise drauf. Das ist mir einfach zu hohe Kaloriendichte. Ich wollte euch aber jetzt mal den Baum zeigen. Marcel hat euch auch ein bisschen mitgenommen. Also es ist durchaus luftig und lichter geworden. Er hat gesagt, er ist mit 2-3 Schnitten ein bisschen unzufrieden. Das war vor allem hier in dem Bereich, weil da musste er ein bisschen dicker rausnehmen, als er wollte. Aber sonst, die Krone hat eine sehr schöne homogene Form. Es guckt kein Ast extrem raus oder so. Ne? Er hat viel Licht reingekriegt, was eben wichtig ist, auch wegen Totholzbildung. Es sind 2-3 EPS-Nester drin. Die haben wir jetzt nicht rausgenommen, weil wir das Equipment auch nicht mit haben und weil er darum zuarbeiten konnte. Aber man sieht, ne, es sind gut so 2 Meter überall rausgekommen, also wirklich rundherum. Und das ist eben das, eine vernünftig gemachte Pflege dauert eben viel, viel länger und ist viel aufwendiger als zum Beispiel eine Fällung oder als zum Beispiel eine schlecht gemachte Pflege, wo man einfach so ein bisschen ne, hier unten so ein bisschen aufkahlt, 5, 6, 7 dicke Äste raus, so boah, Hauptsache der Kunde sieht was so ungefähr. Ne? Eine gut gemachte Pflege und auch eine gut gemachte Totholzentfernung kostet einfach dann eben Zeit, ne? Weil das alles kleine Schnitte sind, das ist alles überwiegend Handsäge. Wie gesagt, das hier ist jetzt mal ein etwas dickerer Schnitt, da hat er ja auch gesagt, da war er mit 2-3 nicht so ganz einverstanden. Aber so alles in allem, wenn man mal sieht, ich meine, es ist eine große, großvolumige Eiche, aber wenn man mal sieht, was hier vorne liegt,
an Grünzeug und auch an Längen von Grünzeug. Ne? Der hier hat locker mal 3,5-4 Meter. Hier, wie gesagt, auch wieder Totholz. Hier noch wieder ein Berg. Ne? Und da sieht man aber auch an den Schnittstellen, ne? Da, Daumen dick. Ne? Also wirklich ganz, ganz viele kleine, kleine Schnitte. Ganz, ganz viele dafür. Aber und wenn ihr euch mal anguckt, oben ist, wie gesagt, schön Luft reingekommen, schön Licht reingekommen. Trotzdem ist die Krone sehr homogen. Es ist kein Ast, der weit rausguckt. Das heißt, man hat auch keine Windspitzen, keine Windangriffsfläche. Also kein Ast, der exponiert ist und dadurch mehr Wind fängt als alle anderen, sondern die Krone deckt sich gegenseitig. Das ist eben auch das, was wichtig ist. Man muss immer ein bisschen an die Winddynamik denken in so einem Baum, dass man da eben nicht irgendwas ändert, dass sich da Belastungen auftreten, die sonst vorher nicht da waren. Ne? Ja, und das hat er eigentlich ganz gut gelöst, ganz gut hingekriegt und rundherum ein gutes Stück, wie gesagt, reduziert. Viele, 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 viele kleine Schnitte und dann eben auch gleichzeitig das Totholz entfernen. Also bei uns ist eine Einkürzung immer in Verbindung auch mit einer Pflege. Aus dem ganz einfachen Grunde: A, wenn man drinnen ist, ist nicht viel mehr Arbeit, das Totholz rauszunehmen. Und B, oft ist das so, wenn man tote, kranke Reibende rausnimmt, dann hat man quasi schon 20% Krone sowieso irgendwie, also 20% der Äste irgendwie sowieso schon angefasst, sage ich mal, oder war da schon bei, und dann ist es ein leichtes, sage ich mal, den Rest dann noch beizuarbeiten. Von daher Einkürzung immer in Verbindung mit Pflege, alles andere macht irgendwie wenig Sinn. So, wir haben alles weggehäckselt. Marcel pustet jetzt noch einmal. Die Düne ist raus. Dank RZ-Platten, ne? Die sind da drauf verlastet. Hier auch nochmal der alte Motree zum Vergleich. Der alte Motree im Verhältnis zum neuen. Wie gesagt, meiner Meinung nach das Beste, was ihr für den Korb kaufen könnt. Ihr seht, die Holzplatten haben ewig gehalten. Klar, die schrabbeln so ein bisschen ab, aber Holz ist sehr nachhaltig, gerade Siebdruckplatte. Ich werde den noch mal ein bisschen gerade dengeln und so. Und dann kann der auf jeden Fall auch noch für eine Mietbühne und so lange mit im Einsatz. Ich habe es, wie gesagt, nicht bereut. Ist das Beste, was ihr euch für die Kettensäge kaufen könnt, weil eben auch jede Kettensäge reinpasst. Es passt einfach jede Kettensäge rein. Und das ist geil. Das macht Spaß. Also bevor ich mir da irgendwas von irgendwelchen Plaste auf den Hals hole, ne, das hier ist... wie gesagt, rostfrei, Chrom, Nickel und Holz, das ist nachhaltig, das ist wertig, ne? Und während Plaste, das wird, ne? Brauche ich auch nicht erzählen, Spritzgussverfahren zu Millionen hergestellt für eine Apple und Ei. Und ja, ist einfach nicht wertig, nicht nachhaltig, und der Motree ist wertig und nachhaltig und deswegen stehe ich dahinter und deswegen finde ich den auch so geil. Also, zuppeln wir hier mal wieder raus, pusten den Rest sauber und dann geht's los, nächste Baustelle. So, auch mal kurz bei einer Stammkundin wieder von uns. Ihr kennt die Baustelle wahrscheinlich. Wir haben hier schon mal eine Lärche weggefällt. Jetzt nehmen wir nur das Totholz aus den anderen Lärchen weg und hier den überhängenden Baum zum Nachbarn. Warum ich aber hier bin, ist mal kurz zu dokumentieren. Hier seht ihr, hier sind schon Lunker in der Auffahrt. Ne? Also hier sieht man deutlichst auch an den dunklen Flecken, wo immer das Wasser steht, die Fahrspuren. Aber was mir viel wichtiger ist, ne, Baum steht noch, also es liegt noch nicht ein Ast hier, und es sind hier Dellen am Fahrzeug, ne? Also gerade hier so im Heckbereich, was man sehen kann, da hat es mal gescheppert, dann sind hier überall Kratzer, und ja, die Seite hier, die geht eigentlich, aber dass wir das mal kurz festgehalten haben, das kommt nicht von uns, auch hier beim Tank. Ne? Und das ist der Grund, warum ich immer Kamera mitnehme, habe ich schon mal gesagt. Ne? Nicht, dass man sowas hinterher angekreidet kriegt, weil wir jetzt die Äste hier hinterlegen. Das ist dann heißt so, ne? Ja, das waren Sie, aber oder hier mit den Fahrspuren, ne? Wenn wir mit dem LKW drauf fahren zu häckseln, das ist dann heißt, das waren Sie. Und sowas dokumentieren wir vorher, damit wir da dann auf der sicheren Seite sind. Ne? So einfach ist das. Ja. Weil das ist eigentlich ja mit der Bühne, ne? Und hier hinterschmeißen ist das ein sehr, sehr einfach zu erledigender Job. So, zweite Baustelle. Hatte ich ja gerade schon kurz dokumentiert. Wir haben hier das Totholz aus den Lärchen rausgeschnitten, haben das Bäumskin weg. Moment, mein Telefon. Carsten. Carsten, Fotobomb.
ja. Also, Totholz aus den Lärchen raus, anderen Baum hier. Wir fahren jetzt gleich die Düne raus. Dann können wir die restlichen Stämme von unten fällen, da drauf knallen lassen. Und dann fahre ich hier schon mal rein zu häckseln. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Ich habe gar nicht mehr gefilmt. Schalten soll ich vielleicht auch mal. Ich habe jetzt gerade noch Regale von zu Hause geholt. Die kommen in mein Büro. Und da war gerade die liebe Nachbarin da. Und da ist ein Paket. Da ist ein Paket aus Thailand gekommen. Das war tatsächlich schon angekündigt. Mir juckt es ja eigentlich in den Finger anzuhalten, um zu gucken, was drin ist. Aber es ist gleich 4 Uhr. Ich muss auch dringend zum Platz zu den Jungsen. Die waren ja los, Eichenprozessionsspinner fertig machen. Wir haben ja heute jemanden da zum Probearbeiten. Also ich habe nur schnell die Regale leer geräumt. Das sind ja die ehemaligen Regale aus dem Shop. Den gibt es ja nicht mehr. Und deswegen waren die Regale über. Habe ich noch so die letzten Restbestände in Kartons gepackt und die Regale jetzt auf den Twin-Trailer geladen. Und ja, dann kam meine liebe Nachbarin rüber und sagt, hey, Paket aus Thailand, lag Sonntagabend bei uns vor der Tür. Ich so, auf den Sonntagabend liefert doch eigentlich kein Paketdienst mehr aus, aber da kannst du mal sehen, das ist auch alles so verrückt geworden. So, ja, also es macht echt einfach da die Paketdienste, das ist wirklich, das ist ein Fall für sich. Das ist nicht mehr lustig. Ne? Das. So, und jetzt habe ich hier das Paket und das packe ich dann gleich mal aus. Ich bin, wie gesagt, extrem gespannt und seid auch mal gespannt, wie mein Büro aussieht. Den Tisch kennt ihr vielleicht. Den Tisch hat nämlich der liebe Benno Veit gemacht, der Onkel von Keno Veit, dem schwatten Ostfriesenjungen. Der Benno hat ja einen YouTube-Kanal, der nennt sich Beamtenwerkstatt. Da zeigt Benno richtig coole Tischlerarbeiten. Und der hat eben diesen Tisch gemacht und ich glaube, das Video heißt Aluminium trifft auf Lärche. Also die Platte ist aus Lärche mit schönen Schmetterlingsintarsien drin, also Butterflies, damit die Lärche nicht einreißt. Und eben mit einem schönen Aluminium-Untergestell, sehr, sehr schöner, hochwertiger Tisch. Allein das Untergestell hat mich damals 400 Euro gekostet, das machen zu lassen. Das hatte Tina in Auftrag gegeben noch. So alt ist das also schon. Und der Benno hat mir da eine Tischplatte drauf gezaubert. Und da gibt es, wie gesagt, auch ein Video drüber. Also gerne auch mal auf dem Kanal von Benno vorbeigucken. Ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, was in dem Thailand-Paket drin ist. Ihr werdet gleich beim Unboxen live dabei sein. Und vielleicht zeige ich euch auch dann ja mal mein Büro. Stand jetzt. So. Hier sieht es gerade echt ein bisschen chaotisch aus. Das ist doch Paket aus Thailand. Paket aus Thailand. Von einem Fan. Ich bin mal gespannt. Können wir zusammen auspacken? Ich schmeiß mal kurz mein Kuhfell in mein Büro. Das wird nämlich mein Fußbodenschoner. Das sind die Regale aus dem Shop. Die haben wir mal hierher geschafft. So sieht mein Büro im Moment aus. Das ist der Tisch von Benno. Ja, dann wollen wir mal. Ich habe kein Messer in der Tasche. Wieso habe ich kein Messer in der Tasche? Was ist los bei dem Jungen? Top-Ausstattung hier. Ne? Wir haben alles hier. Wir können hier eigentlich, theoretisch kann ich hier wohnen. Theoretisch kann ich hier wohnen. Magst du? Nee, mach du ruhig. Heißen, so? Jo. Das ist von K&S Kuster. Oh, nochmal verpackt. Quasi ein Karton im Karton. Ist auch so aufgeregt. Ja. Ach, der ist zollamtlich geöffnet. Ja. Kannst mal sehen, ey. Da machen wir erstmal ein Foto von, weil er hatte mir tatsächlich, glaube ich, über Instagram geschrieben, ob das Paket schon angekommen ist. Zollamtlich geöffnet. Da war wieder so klar. Deswegen hat das auch so lange gedauert, weil der Zoll erstmal geguckt hat, dass er alles von behalten kann. Kalorienbomben. Ich kann das leider nicht lesen. Aber es sind diese berühmten thailändischen Nudelsuppen, ne? Kariasse.
Ja gut. Da haben die bestimmt gedacht, dass da irgendwelche Drogen zwischen versteckt sind oder so, ey. Ein ganzer Karton thailändische Nudelsuppe. Sehr geil. Vielen lieben Dank. Warum der Zollamt nicht geöffnet worden ist, ist mir echt ein Rätsel. Vielleicht hatten die Hunger, die Jungs. Ich bin schon mal hier. Arne kommt gleich mit der Hulk. Wir wollen, glaube ich, bei dem Haus irgendwie irgendwas kranen. Auf jeden Fall müsste da Hulk gleich auftauchen. Ich höre ihn schon. Da. Da kommt Hulk. Ich würde mal sagen, die Straße ist gleich zu, wenn wir aufbauen. Jetzt da, Arne ist da, aber diese ganzen Schäden am Bord, am Bürgersteig waren wir nicht. Hier ist ein Loch, die sind alle kaputt gerissen. Wir sind ja im Prinzip noch nicht mal angefangen, wir bauen jetzt hier gerade erst auf. Hier ist schon alles Schrott. Hier steht eine Riesenpfütze. Diese Kante sieht besonders schlimm aus. Der ist auch schon gebrochen, das war auch nicht. Hier, wo gleich die Platte hinkommt, ne, die Gehwegfliese ist schon kaputt. Wir legen jetzt hier die Platte hin. Da vorne an der Pfütze sieht man, dass da auch schon ein Lunker war. Also wir haben da nichts runtergedrückt. Wir legen jetzt die Platte aus, fahren die Stütze drauf. Vorne haben wir auch Platte hingepackt. Also wir fahren jetzt die Stützen einmal aus, bauen alles auf. Und dann geht es darum, diese 1,5 Tonnen schwere Betonlöwenfigur hinten an den Pool zu kranen. Das ist die Aufgabe für heute. Ja, zack, da war das Video zu Ende. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Speicherkarte voll war oder der Akku leer. Beziehungsweise ich wollte da eigentlich bei dem Kunden auch nicht so unbedingt das ganze Grundstück filmen. Ihr seht, das war jetzt nicht so ein alltäglicher Auftrag, nicht so ein alltäglicher Kunde, kein Baumkunde. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, der Kunde war auch sehr zufrieden. Der hat echt, ja, der war gut drauf, ne? Der hat sich auch gefreut, dass das alles so geklappt hat. Letzten Endes, das war wirklich, da hingen auch ein paar Euro am Haken. Ne? Also das ist so eine, ja, aus Marmor gemeißelte Löwenfigur. Also ich glaube, die hatte schon einen gewissen Wert. Und da war natürlich am Anfang auch Anspannung da, sowohl beim Kunden als auch bei uns, dass da nichts aus der Schlupfe rausrutscht und es keine Schrammen gibt und auch kein Dreck, und weil die ist natürlich weiß, ne, und da habe ich also auch nagelneue Gurte genommen, ne, damit man da ja nicht irgendwie, ne, ja, das war schon ein tricky Auftrag, hat aber extrem viel Spaß gemacht, und als der Kunde gesehen hat, dass das läuft und dass wir überall Überfahrtafeln auslegen, und ja, dann haben wir für ihn dann sogar noch einen Olivenbaum in so einem riesen Topf noch umgesetzt, weil er gesehen hat, Mensch, ne, die können das, die sind vorsichtig. Das war also wirklich ein sehr, sehr geiler Auftrag. Das ist ja eigentlich auch das, was ich mir eigentlich so ein bisschen erhofft habe mit dem Hulk, ne, dass ich nicht nur Baumaufträge mache, sondern wie ihr gesehen habt, auch so ein bisschen Wärmepumpenkranen, so ein bisschen Transportaufgaben vielleicht, ja, einfach auch andere Einsatzzwecke für den Hulk dann über Sommer gerade habe, wenn wir ihn nicht so selber sehr für Bäume brauchen. Es hat sich leider nicht so ergeben, irgendwie. Das ist immer mal, aber nicht so, dass wir ihn auslasten können. Von daher ist er natürlich rein querfinanziert, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so, ne? Dafür müsste der mehr laufen, wenn er sich selber tragen sollen würde. Aber gut, in der Saison funktioniert es ja alles so, wie wir uns das vorstellen mit dem Auto, und das funktioniert ja auch sehr gut und wir sind da schnell und schlagkräftig mit. Und dann muss der halt im Winter einfach so viel Geld verdienen, dass er im Sommer stehen bleiben kann. Oder wie gesagt, so wie jetzt im Moment, er muss einfach querfinanziert werden, ne? Das ist so. Da hätte ich ehrlich gesagt damals auch nicht mit gerechnet, weil gerade auch Lümer immer gesagt hat von wegen, ja, wenn du so ein Auto erstmal hast, dann kommt dieser Zimmereibetrieb und dann kommt der Dachdeckerbetrieb und dann kommt der Maurerbetrieb und
Die wollen dann alle was von dir. Ja, wir haben so ein bisschen schon für andere Betriebe gekramt. Das habt ihr ja auch schon in den Videos dann hinreichend gesehen. Aber das ist eben nicht so, dass wir damit den Hulk auslasten können. Ne? Absolut nicht, gar nicht. Also, wie gesagt, da hätte ich mir mehr erwartet. Aber Lümer, wisst ihr vielleicht, habt ihr vielleicht in den Medien verfolgt, ist leider auch pleite. Wie so viele. Ne? Der Meyerwerf gäbe es gerade schlecht. VW, naja, immer mal wieder auf und ab. Ne? Ja, die Deutsche Bahn schreibt Milliardenverluste, quatscht aber von einer 38,5-Stunden-Woche, ne, wo ich sagen kann, so, ja, wisst ihr eigentlich, was das kostet und auch wie viel Personal ihr dann mehr braucht, um die ausfallenden Stunden durch andere neue Mitarbeiter zu kompensieren? Also das ist so ein bisschen von der Wand bis zur Tapete gedacht, ehrlich gesagt auch von den Mitarbeitern. Ich kann nicht einerseits eine Firma haben, die Milliardenverluste macht und andererseits weniger arbeiten wollen fürs gleiche Geld. Aber gut. Work-Life-Balance ist ja ein riesen Stichwort in der heutigen Zeit, ne? Also ich kenne auch einen großen Gaswasserinstallateursbetrieb, da fangen die Angestellten jetzt an von 4-Tage-Woche zu reden, natürlich beim gleichen Lohn, was ja einer ganz schön ordentlichen Lohnerhöhung gleichkommen würde. Letzten Endes muss man dann überlegen, das trägt dann alles der Kunde und dann kann sich der Kunde irgendwann den Gaswasserinstallateur nicht mehr leisten und dann hat der Gaswasserinstallateur nämlich ganz viel Zeit, weil dann ist nämlich sein Arbeitsplatz weg. Aber so weit wird leider nicht gedacht, ne? Sondern jeder denkt nur dran, naja, wäre auch schön, wenn ich freitags, samstags, sonntags zu Hause wäre und das gleiche Geld auf dem Konto hätte, dass dieses Geld irgendwoher erwirtschaftet werden muss, ist den meisten, glaube ich, nicht ganz geläufig, weil es geht ja allen so gut in Deutschland. Nur denen geht es ja schlecht, weil sie möchten ja weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Ja, da habe ich zu dem Freund, der diesen Betrieb hat, auch gesagt, so, rechne deinen Leuten das mal vor und dann frag sie mal, wie viele Stellen du streichen sollst, damit das Ganze finanzierbar ist. Na, aber egal. Ja, es ist schwierig im Moment. Die wirtschaftliche Lage ist nicht rosig. Ein Bauunternehmer bei uns hier in der Gegend hat von 53 auf 20 oder 25 Leute reduziert. Also die Hälfte knapp an Stellen gestrichen. Und das ist einer der Guten hier gewesen, sage ich mal. Also einer, der hier wirklich gut im Geschäft war und gut, gut auch zu tun hatte, volle Auftragsbücher und so. Trotzdem sagt er, es kann nicht mehr aus. Ich musste fast die Hälfte meiner Belegschaft reduzieren. Ist krass. Ist echt krass. Ja, und so wird es weitergehen. Ne? Da kann ich euch nochmal, da gebe ich euch Brief und Siegel für. Da können wir uns in 2-3 Jahren nochmal widersprechen. Da ist das Ende der Abwärtsspirale lange noch nicht erreicht. Die wirtschaftliche Lage ist für den Arsch. Die Leute haben kein Geld mehr. Möchten aber mehr Freizeit und mehr Geld verdienen und das beißt sich in den Arsch, weil dadurch werden Dienstleistungen noch teurer. Dann sagen die Leute natürlich, ja, es ist alles teurer geworden, deswegen muss ich auch mehr verdienen. Ja, aber überlegt mal, ne? Es wird teurer, ihr müsst mehr verdienen. Ja, dadurch werden eure Dienstleistungen, eure Produktion noch teurer und dadurch wird das Produkt auch wieder noch teurer. Das Problem ist einfach die Inflation, die wir haben, dass das Geld nichts mehr wert ist. Ihr müsst nicht mehr verdienen, sondern das Geld muss endlich wieder mehr wert sein. Ne? Ich bin immer noch einer von den Leuten, ja, auch wenn ihr das vielleicht komisch findet oder blödsinnig findet oder sagt, wir haben seit über 20 Jahren einen Euro. Ja, das ist richtig. Ich rechne aber trotzdem immer noch um. Und wenn ich dann manchmal die Autopreise sehe, ja, mein Papa hat sich damals einen nagelneuen Passat Arena gekauft. Das war ein Sondermodell mit Dachreling, Alufelgen, Sportsitzen, ein 2 Liter Benzinmotor, ja. Das war schon ein richtig schönes Auto. Nagelneu. 17.200 Mark. Und kann man sagen, ja, ne, das ist ja auch schon 40 Jahre her. Ja, ist es nicht ganz, ne, ist eher so etwas über 30 Jahre her. Aber, ja, oder 35, lass es so her sein. Ne, weil ein Käfer fing ja auch mal bei 2.000 Mark an, ne. Und das konnte sich damals jeder leisten, deswegen hieß das Ding ja Volkswagen. Aber wenn ihr einfach mal guckt, was heute ein Passat kostet, also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, ich habe so ganz aktuell die Preise nicht im Kopf, aber ich denke, ihr legt so 35.000 Euro hin. Ganz bequem. Das sind 70.000 Mark. Für 80.000 Mark habt ihr damals einen voll ausgestatteten S500 bekommen. Na? Volle Hütte, S-Klasse, 80.000 Mark, neu, inklusive Steuer. Also von daher, das sind einfach so Dinger, ne? Aber damals kostete ein Haus ja auch 80.000 Mark, ne? Also das Auto war genauso teuer wie ein Haus.
Heute kostet ein Haus 300.000 Euro, sind 600.000 Mark, da habt ihr damals eine Villa für gekriegt, ne? Aber eine richtige Villa. Ja, also wie gesagt, damals weniger verdient, ganz klar, weniger verdient, aber mehr wert das Geld. Ne? Die D-Mark war was wert. Das war eine stabile Währung. Der Euro, da kannst du die Wände mit tapezieren, habe ich langsam das Gefühl. Ne? Kommt aber auch, wenn man schwache Staaten in eine starke Währung mit reinholt. Ne? Damals Italien und selbst Frankreich, ne? Frankreich, ja, Franc war doch auch nichts wert. Italien, Lire, da kostete damals ein Fahrrad 1 Million Lire. Das waren umgerechnet 1000 Mark. Wenn du ein richtig gutes Eddy Merckx Bike dir geholt hast oder so. Ne? Eddy Merckx war euch ein Begriff, ne? Mehrmaliger Gewinner der Tour de France, später wegen Doping und so. Naja, andere Geschichte. Ne? Aber das waren eben noch, ne? Das war was wert. Das Geld hatte Wertigkeit. Da stand was gegen. Ja. Und heute, der Euro, wie gesagt, du hast auch gefühlt eine rennende Inflation. Ja, wenn man früher, im Moment geht der Spritpreis wieder, aber wir hatten ja schon deutlich Diesel, ne, knapp um 2 Euro. Das sind 4 Mark in richtigem Geld. Wenn einer 1990, 92, 95 4 Mark an den Liter Diesel geschrieben hat, weil da kostet der nämlich noch 50 Pfennig, den hätten sie totgeschlagen. Ne? Aber die Grünen haben es euch prophezeit, die haben damals gesagt, der Liter Diesel oder damals der Liter Benzin, und da sind wir ja schon lange, ne, der Liter Benzin muss 5 Mark kosten, haben die gesagt, weil dann fahren die Leute auch weniger Auto. Ja, umgerechnet waren wir schon bei der 5-Mark-Schwelle für den Liter Benzin oder super, ja, und die Leute fahren immer noch Auto, merkwürdig, ne? Ja, weil sie es gar nicht anders können, wir müssen ja auch irgendwie zur Arbeit kommen und außerdem ist Kraftstoff das, was diese Wirtschaft am Leben hält. Ja, kann man natürlich wieder sagen, ja, dann sollen die Leute alle mit Bus und Bahn oder auf eine Schiene umsteigen. Da sind wir beim Thema Deutsche Bahn wieder. Ne? Die ist jetzt schon unzuverlässig genug. Wenn die erstmal eine 38,5-Stunden-Woche haben, dann fahren noch weniger Züge. Ich kann mich da schon wieder stundenlang in Rage reden. Ich sehe gerade, das sind schon wieder 10 Minuten. Wir lassen das besser. Wir lassen das besser. Lümer, wie gesagt, ich hoffe, dass die irgendwie, dass der Insolvenzverwalter die Kurve kriegt. Weil sonst habe ich nämlich ein Problem. Na, aber ja, so ist das einfach. Ne? Auch gut gehende Firmen und Firmen, die Auftragsbücher voll haben, können pleite gehen. So ist das. Oder müssen stark reduzieren, um die Kurve zu kriegen. Oder. Jetzt kann man sagen, alles Missmanagement oder so, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach ein im Moment deutschlandweites Phänomen. Das ist egal, ob du eine alteingesessene Firma bist oder eine neue Firma oder so. Es ist einfach eine Werteverschiebung da, die eben vielen das Genick bricht. Ne? Handy für 1000 Euro ist kein Problem, der Liter Milch für 1 Euro ist zu teuer. Ne? Eine Hose für 300 Euro, kein Problem, aber der Handwerker darf keine 60 Euro die Stunde verdienen, der ist zu teuer. So, und das ist irgendwo eine Sache, das geht nicht. Wir müssen wieder dahin kommen, dass Berufe, die was leisten, die dieses Land am Leben halten, auch wieder respektiert sind und wertig sind und dass die Influencer und die TikToker und die Work-Life-Balancer und die Füchse und die MeToos und die ganzen, meine Pronomen sind Way, Wayne und One, ne, dass die alle mal da wieder hin zurück geschubst werden, wo sie hingehören, sag ich mal, nämlich in die Spur. Und dass nämlich die Leute, die normal sind, nicht zum Psychologen rennen müssen, um die Idioten ertragen zu können. Sondern es muss wieder dahin kommen, dass die Idioten Idioten sind und die Leute, die dieses Land hier am Laufen halten, respektiert und akzeptiert werden und in ihrer Arbeit nicht behindert werden. Durch irgendwelche Toilettenregeln, dass du 3 Toiletten in der Firma haben musst, durch irgendwelche, ne, dass du 6-mal im Jahr dein Geschlecht ändern darfst, ja. Also das sind Sachen, Leute, wenn wir solche Probleme haben, haben wir definitiv keine Probleme, ne. Und wir müssen endlich mal wieder dahin kommen, dass wir diese Probleme ja, auch als Probleme sehen und nicht, ah ja, aber wenn der Fuchs gerne den Fuchs im Personalausweis haben möchte, dann tragen wir ihm die Katze ein. Erstmal ist ein Fuchs keine Katze, ne? Und zweitens, Alter, seit wann kann man ein Fuchs sein? Du bist ein Mensch. Du bist von der DNA her ein Mensch. Auch wenn sich natürlich unsere DNA sehr mit denen von Schweinen zum Beispiel ähnelt, ja, aber trotzdem sind wir keine Schweine, wir sind Menschen. Das hat mal irgendeiner so festgelegt, dass ein Mensch Mensch ist und ein Schwein Schwein. Eine Maus und eine Katze, eine Katze. Und jetzt gibt es Menschen, die kommen daher und sagen, sie sind eine Katze. Merkt ihr, ne?
Wer ist denn jetzt der Bekloppte? Der Mensch, der sagt, er ist Mensch, oder der Mensch, der sagt, er fühlt sich als Katze? Früher hätten sie sowas in eine weiße Jacke mit Ärmel nach hinten gesteckt und eingebuchtet. Heute schafft man Gesetze, dass dieser Mensch eine Katze sein darf. Leute, merkt ihr es noch? In dem Sinne, bis Sonntag.